Was fällt dir auf, wenn wir jetzt hier so kommen? Wenn du es überhaupt in Worte fassen könntest? Und wenn es nicht geht, ist auch kein Problem. Ich kann gar nicht richtig wohnen. I cannot really rest at this moment. I'm not peaceful. Are you resting? So, what happens? Was passiert? What do you notice? Was fällt dir auf? Und fühlst du, dass da Raum für diese Trauer oder Traurigkeit ist? Dass dir da Raum gegeben wird? Ja, sicherlich schon. Also ich muss eher die Frage, mir selber den Raum dafür zu geben. I presume the space is there, but it's the question to give myself the space. Ah, okay, yeah, nice distinction. Das ist schon ein Unterschied. Ich würde einfach gerne sagen, was ich erlebe, also das Bild. Ich würde einfach sagen, was du erlebst und was war noch? Das Bild beschreiben. Okay, so you would like to say what he's experiencing and to describe a picture. Please. Yeah? Good. Ich hatte nach dem Donnerstag hier, da kam die Thematik auf meine Mutter. The Thursday here, this is topic about his mother coming up. Ich hatte die letzten beiden Tage das Gefühl, einen leuchtenden gelben Ball. Schön mal vor der Liebe für meine Mutter an der Brust zu tragen. So the last 2 days I had this feeling of carrying a ball of golden light inside of love for my mother. Ja, schön. It's beautiful. Schön, beautiful. Ja. Und was mich weiter beschäftigt hat, war, dass ja auch die Frage nach meinem Großvater, dem Großvater mütterlicherseits, and then there was also the question to the grandfather on the mother's side. Wo ich dann merkte, wie glücklich ich war, dass als er starb. Wie unglücklich? Glücklich. Oh, so how happy he was when he finally died. Und der Verstand sagte, das darfst du nicht, hast dich umgebracht. Also. And the mind says, no, that can't be. Er wurde umgebracht. Was wurde umgebracht? Das Gefühl, ja, ich umgebracht. Okay, the feeling was, have I killed him? Und heute, jetzt, als ich jetzt hier saß, hatte ich das. Today, when I sat here, spürte ich wie eine Hülle, eine graue Hülle um mich herum. I felt like being in a grey cave, all surrounded by a grey cave. Okay, a grey layer, not a cave, but I understood layer. Layer. It's wie ein Staub, wie aus ganz dichten, giftigen Staub. Like a very poisonous, dense dust. Der drang durch meinen ganzen Körper. And it sort of sits through my whole body. Und dann war es und ist jetzt im Moment auch noch wie dicke Stahlseile, die diesem Herz, diese Kugel einschnürt. And so it's like now like ropes of steel, which tightening around that ball of light.
ja, dass ich einfach nur wieder mich fühle, wie ich mich sonst auch gefühlt habe, viel all die Jahre. Und so I feel as I used to feel all these years before now. So wie komplett betäubt. Like completely numbed. Das ist passiert. Ja. Ich fühle einfach nur ein Zittern. Ja, and it just feels a trembling. Yeah, trembling is very healthy. Und das ist aber sehr gesund. Just let it. Lass es einfach passieren. A little bit different now. Es ist jetzt ein bisschen anders. Etwas, aber es ist eigentlich dieses, diese Betäubung. A little bit, but it's this numbness. Ich gehe weg. I go away. What? Du gehst weg? Okay, the tension goes away. Und das fällt ja auf. Ist gut? No. Ich sage es ist gut. Du sagst es nicht gut. Und du sagst, es ist nicht gut. After the storm gemacht. Also, das ist doch meditating? Du meditierst du? Kannst du mal deutlich sagen? Ja, ich spüre rein. Ah, okay, so he's feeling inside of him. Ah, okay. Ich war so chill. Ja. Ich war nicht sicher. Ja, ich habe auch so ein. Das ist da, dieses Zusammengeschmelzte, diese Stahlsäule, aber so, das ist auch. So this feeling of tightness and the steel ropes is there. Und tief drin ist auch das Lächeln, das ist sicher, was ich langsam auch
im Körper ausbreiten kann. So deep inside there's also the smile and that sort of gets out into the body and spreads out within the body. In English we have the same. Auf Englisch haben wir das Sprichwort. And that's my story. Und das ist meine Geschichte. And I'm sticking with that. Und an der klebe ich jetzt fest. So is this your story and you're sticking with it? Und ist das deine Geschichte und du hältst daran fest? Anscheinend. What? Anscheinend. Anscheinend, okay, it seems like. Yeah. So what's the story you're sticking to? Und was ist jetzt die Geschichte, an der du dich festhältst? Wo ist die Grenze zwischen uns? Ah, okay. And that's your story. Deine Geschichte. And you're sticking with it. Und du hältst immer noch daran fest.
Diese Stahlseite, die sind ja auch so einzelne Nadeln, die reißen, so einzelne reißen schon. Okay, so ist es hier noch. Ist noch nicht durch. Thin ropes, so a few of them are breaking already. Ah, I see, yeah. Breaking off. Yes. I love ropes that break. Yeah, ich liebe Seile und Stricke, die brechen. So keep up. Mach weiter. And it's fun to play together. Und es macht auch Spaß, miteinander zu spielen, oder? Oder ist es serious? Oder fühlst du das jetzt ganz ernst? Where's the boundary now? Und wo sind jetzt die Grenzen? It's getting closer. Kommt schon näher. Change the boundary. Wenn die wechseln, die Grenzen. You wonder what's real, yeah, when it keeps changing. Und es fragt man sich dann, was ist denn überhaupt real, wenn sich alles wechselt, ja? Alles verändert sich. How do we know what's real? Wir wissen, was jetzt wirklich wahr ist oder was real wirkt. It's relaxing to not have to know. Und es ist auch sehr entspannend, dass man mal was nicht wissen muss. Just to recognize that we don't. Is there anybody here that knows what's going on? Das heißt nicht wissen. Es gibt irgendjemanden, der genau weiß, was eigentlich hier abläuft. You look like. If anybody, you Ein von all den Naturen. You know? Weißt du's? Not really. It's a process of communication. Es ist ein Prozess der Kommunikation. But you see, the difficulty with that is. Und die Schwierigkeit damit ist. We can never describe our experience of now. Wir können nie unsere Erfahrung des Jetzt beschreiben. Because it's changing every second. Denn es verändert sich jede Sekunde. So you have to speak very quick. Du musst also sehr schnell sprechen. It's really changed. Denn es hat sich schon wieder verändert. The best communication is silence. Selbst die beste Kommunikation ist Schweigen. Mm-hmm.
Any problem? No? Gibt es irgendein Problem? Nein. Nein? No problem. Kein Problem. Then we don't have so much to talk about. Dann gibt es auch nicht so viel über das Problem. Exakt. But we can enjoy. Aber wir können es genießen. We don't need a problem to enjoy. Wir brauchen kein Problem, um uns genießen zu können. Oder um genießen zu können. So somehow. You had the idea, the thought that you killed your grandfather? Und irgendwo hattest du diesen Gedanken, dass du deinen Großvater umgebracht hast? You had that thought, huh? Du hattest diesen Gedanken. I'm not sure. What? You're not sure? I'm not sure, I mean, I just felt happy about it. Ich bin nicht sicher, aber es hat mir Freude bereitet. Yeah. Sein Tod hat die Freunde Freude bereitet. So his death had made him happy. But I thought you said that you thought that you was about a year. It was about a year. Oh, you never met him? No, I met him. He died when I was 7 or 8 years old. Also ich habe ihn schon getroffen, als ich 7 oder 8 war. Okay, so somehow this thought came in your mind. Und irgendwie kam dieser Gedanke in deinen Kopf hinein. Und wenn auch. And whatever. Yeah, whatever. And even if. Funny, thoughts come. Ja, also schon ganz lustig, wie die Gedanken kommen. Sometimes we even think we're someone. Sometimes we even think we are someone. Manchmal denken wir sogar, wir sind jemand. Oder dass wir ein Problem haben. Und das ist sehr erstaunlich. Because if you really look, there's nothing there. Denn wenn du mal wirklich nachforscht oder schaust, da ist es. Wo ist das Problem? Must be somewhere. Da muss irgendwo sein. Wird es jetzt ruhiger? The body is still. Yeah, the body takes its time. Ja, der Körper ist immer noch. Der Körper braucht auch seine Zeit. Maximum 120, 130 years. So maximal 120, 130 Jahre. Aber das kann ich gut ertragen. Ich schaue jetzt gerade diese immer wieder sich wechselnde Grenzen an zwischen uns. Where is it now? Wo ist sie denn jetzt? It's close enough to give you a hug. Es ist absolut, dass ich dir noch mal geben kann.
The eyes will see. Die Augen schauen. The ears are hearing. Und die Ohren hören. The body is body. Und der Körper Körper. And who are you? Und wer bist du? Du sitzt dich hier und das wird dir aus dir. That's why I'm sitting here to find out who you are. Und jetzt? Nothing you've read from anybody else. Also nichts, was du von jemandem vorher gelesen hast. Nothing that you've heard in any satsang. Und nichts, was du vorher in irgendeinem Satsang schon gehört hast. Just speaking from the depth. Und sprich einfach von der Tiefe. Of your own knowing. Deines eigenen Wissens. Kommt das Wort Gewahrsein. And the word awareness comes. Okay. Oh, schön. That's schön. Ja, beautiful. What do you have to do for that? Und was musst du dafür tun? Nothing. Okay. Any other questions? Gibt es sonst irgendwelche Fragen noch? Schwirren viele Fragen. There's lots of questions in my system. Yeah, it's an opportunity. Ask anything. Ja, es ist eine Möglichkeit. Ja, frag alles. Anything. Egal was. Doesn't have to make sense. Das muss auch keinen Sinn ergeben. Die letzten Tage, das hat nichts mit dem Jetzt zu tun, aber ich möchte einfach, wünsche mir deine Antwort. So the last few days, it has nothing to do with now, but I'd like to have an answer for that. In vielen Zuständen von Lähmung und nicht verbunden sein. I have spent those last few days a lot in
states of paralysis and was limo und not connected with myself. Ich habe versucht, das immer wieder herzustellen. I've tried to mit Menschen make it happen, you know, to connect with the earth and people. And so, I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. All these feelings. Und diese ganzen Gefühle. Are they here now? Sind die jetzt hier? Nein. So are they real? Sind sie wirklich? Sind sie Realität? Moment. Not at the moment. At any moment. Zu jedem Moment. I love that you're really looking. What? I love that you're really looking. Looking? Yeah. Wenn ich liebe es, dass du wirklich schaust und dich hinterfragst. Yeah. And you're looking to answer in a way that's true for you. Und du suchst nach Antworten, die für dich eine Wahrheit bringen. Not to please me. Nicht um mir zu gefallen. But to be true. Sondern wahr zu sein, ehrlich zu sein. Are those feelings real? Sind diese Gefühle wahrhaftig? Wenn sie da sind, fühlen sie sich so an. So when they're there, they feel very real. So if something feels real, does that mean they are real? Also wenn sich etwas real anfühlt, bedeutet das, dass es auch wirklich wahrhaftig ist? See, when I drive on a hot day, so wenn ich an einem heißen Tag Auto fahre, it looks like there's water on the road. Dann sieht es so aus, als ob es da Wasser auf der Straße gäbe. It looks like it. Es sieht so aus. But I don't get out of the car and take the water away first. Ich gehe nicht aus dem Auto raus, um das Wasser wegzuschrubben. Even though it feels like, it looks like. Obwohl es sich so anfühlt oder es sieht so aus. I know it's a phenomenon. Und da weiß ich, dass es eine Luftspiegelung ist. So what do we have to do? Was müssen wir also machen? About something that feels real. Über etwas, das sich sehr real anfühlt. But that we know is not real. Aber wir wissen, dass es gar nicht real ist. Jetzt musst du sehr vorsichtig sein, wie du diese Frage beantwortest. Es kommt ein Wort hinschreiben. The word that comes is to look at it. Oder schauen. To look. Why? Warum? See, if I walk into a room, also wenn ich in ein Zimmer komme, the night before I was doing something, helping someone, this car was stuck and I was giving them a pull with a big rope. Yeah? Und vielleicht habe ich am Abend vorher jemandem geholfen und habe jemanden gezogen. And I helped them. Und ich habe denen geholfen. After I came home, I threw the rope in the corner. Und danach bin ich nach Hause gegangen und habe dieses Seil oder Strick in der Ecke geschmissen. And I forgot about it. Und ich habe das vergessen. The next night I come home. Und am nächsten Tag, komme ich wieder nach Hause. I'm from Australia. Und ich komme aus Australien. Yeah, I look in the corner and it looks like there's a big snake. Und ich schaue in die Ecke und es sieht aus, als ob das eine Schlange ist, die da zusammengerollt liegt. Yeah, I have snakes in my home. Yeah. Und ich habe Schlangen bei mir zu Hause. But I turn on the light. Aber wenn ich das Licht anmache,
And I see it's a rope. Dann sehe ich einfach, dass es ein Strick ist. It's not a snake. Es ist keine Schlange. Do I have to work on my fear of snakes? Muss ich deshalb aber an meiner Angst vor Schlangen arbeiten? Do I even have to put the rope away? Muss ich überhaupt dieses Seil wegtun? Ich schaue einfach hin und sehe, dass es ein Strick ist. Do I have to keep looking? Muss ich deshalb weiterhin gucken? One look is enough. Ein Blick genügt. It's not a snake. Also es ist keine Schlange. But these feelings of separation. Aber diese Gefühle der Trennung, sind sie eine Schlange? Then the question, are they real? Und hinterfrag mal, ob sie wahr sind. Ja? Wenn wir jetzt hier zusammen ruhen, there is no separation. Dann gibt es keine Trennung. And yet there's flow. Und es ist alles in diesem Fluss. Information flows freely. Und die Informationen, die fließen ganz frei. How would you describe that flow of information? Wie würdest denn du diesen Fluss der Informationen beschreiben? Sehr weich, sanft. Very gentle and soft. Enjoyable, huh? Genießbar, hm? Oder erfreulich. Weil es hier einen Stress gibt. Also ich habe hier so einen Bereich, der ziemlich im Stress ist. Und trotzdem kann ich das genießen. Okay, so there's still an area of stress, the belly, but I still despite that. I can enjoy it. Yes. This area can, some people say it has to do with the feeling of belonging. Also diese Gegend hier da am Körper, manche sagen, das ist das, was dem Zugehörigkeitsgefühl zugeordnet wird. Some people say it has to do with the feeling that it's okay to be you just the way you are. Und manche sagen dann wiederum, es ist ganz okay, die Gefühle so zu haben, wie du bist. Some people say it has to do with feeling equal. Manche sagen, es hat was mit Gleichheit zu tun. But it's not in the way. Aber es ist nicht im Weg, es steht nicht im Weg. Wir treffen uns in aller Fülle. Wir begegnen uns in aller Fülle. In some ways it's like very gentle lovemaking, yeah, but und auf gewisse Weise ist ja ein ganz sanftes sich lieben. Just caressing, enjoying. Dieses
streicheln und genießen. It feels very lovely the way you meet me. Also, es fühlt sich sehr schön an, wie du mir begegnest. Sehr liebevoll. Any more questions? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Really, it's a chance to answer everything. Die Chance für dich, jede Frage zu beantworten. Don't leave any. Lass nichts aus. Dieses Sitzen hier mit dir ist eigentlich meine tiefste Sehnsucht, so zu sein. So to sit with you here is actually my deepest longing. Wow. Und da gibt es jetzt schon wieder einen Teil, der merkt, oh, wie kann ich das jetzt halten? Also diese Angst, das wieder zu verlieren. Okay, so this is part of me that says, okay, how can I keep this up and the fear to lose this again? Ah, see, okay. So that fear comes up. Und jetzt kommt diese Furcht hoch. So thought. Das ist ein Gedanke. Yeah. Is it real? Ist er real? Okay. If you could live like this forever. Wenn du so für immer leben könntest. Going deeper every moment. Dass es jeden Moment tiefer wird. Would you? Würdest du es? Yeah. Ja. Why not? Und warum nicht? Do you have anything more important? Gibt es da irgendwas noch Wichtigeres? Next question. Nächste Frage, bitte. Somehow it's happened. Irgendwie ist es passiert. That there's a rumor spreading around about me. Dass ein Gerücht über mich herumkrasiert. That I'm a womanizer. Dass ich ein Frauenheld bin. And that women are getting terribly traumatized by me. Und dass Frauen sehr schrecklich durch mich traumatisiert werden. And it's a funny thing with a rumor. Und es ist so was Seltsames mit einem Gerücht. You can do nothing about it. Du kannst nichts dagegen tun. People love to talk, yeah. Und die Menschen ja, quatschen einfach gerne. And I hear things about myself. Und ich höre Dinge über mich. The way I meet you feels clean. Fühlt es, so wie ich dir begegne, fühlt sich das sauber an? Because to me it feels clean, but... Clean? You said clean? For all I know, I might be traumatizing you. Also, für mich fühlt es sich sehr sauber und rein an. Aber wer weiß, vielleicht traumatisiere ich dich gerade. That's crazy. Für mich fühlt es sich anders an. So for me it feels different. Yeah. Just feels like love. Das fühlt sich wie Liebe an. So if you hear the rumor, please add to it and make it bigger.
Also wenn ihr dieses Gerücht hört, dann bitte tragt dazu bei, dass es noch größer wird. What do you do with rumors? Was macht man denn mit Gerüchten? Very, very beautiful to meet. Sehr schön, dir zu begegnen. And really, if there's any question left, please. Also wenn es da wirklich irgendeine Frage gibt, dann bitte. Gerade die Idee da, dass es mir nur gelingt, wenn ich hier mit dir sitze. Okay, that's just the idea that it only works when I'm sitting with you. Yeah. So, that idea comes. Jetzt kommt der Gedanke, die Idee, die Vorstellung. And it's beautiful, you see it. Und es ist ganz schön, du siehst es nämlich hier. And it's clear that who we with invites different things. In us. Und es ist ganz klar, dass mit wem wir auch sind, da werden bestimmte Dinge bei uns eingeladen. That's clear, yeah? Das ist klar. But, what you see and experiencing. Was du siehst und erfährst und erlebst. Is your own knowing, yeah? Ist dein eigenes Wissen. And it's not so often that we meet someone. Es ist auch nicht so oft, dass wir jemanden begegnen. That doesn't see us as an object. Der uns nicht als Objekt betrachtet. Someone once asked the Buddha. Was hat einmal jemand den Buddha gefragt? How important is it, the company that we keep? Wie wichtig ist denn die, die Gesellschaft um uns herum oder die, der Freundeskreis oder Bekanntenkreis, mit der wir uns verbinden? And for me, I really resonate with his answer. Und ich bin da sehr in Resonanz mit seiner Antwort, die Gesellschaft. He said, it's not important. Es ist nicht wichtig. It's everything. Es ist alles. When we're with people that see us through their ideas. Und wenn wir mit Menschen Zeit verbringen, die uns durch ihre Vorstellungen sehen, through their judgments, durch ihre Verurteilungen, that's painful, yeah? Dann ist es schmerzvoll. Isn't it? Ist es nicht so? And when we meet people, und wenn wir Leuten begegnen, and they see us for who we are, und die uns so nehmen, wie wir sind, and they feel us, und die uns auch fühlen, everything can relax. Da kann alles entspannen. Fühlt sich gerade so an, als würde mein Nervensystem das jetzt richtig aufsaugen. Mhm. Diese Information. Das ist von Missverständnis irgendwie. It feels as if my nervous system is actually absorbing these informations. Was war mit dem Missverständnis? Yeah, it's true. Und was war mit dem Missverständnis? Da war ein Missverständnis in mir. So there was misunderstanding within myself. That's how it
friend of his. Yeah. So I love how sensitive you are. Also ich liebe es, wie sensibel du da bist. And I'll tell you, see, it's beautiful. Und ich sehe, dass du das siehst, und es ist wirklich schön. We do drink from each other. Say that again. We do drink from each other. Okay, wir trinken voneinander. We can't deny that. Yeah. Und das können wir nicht leugnen. The quality of attention that people give us either nurtures us or feels pain. Also die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir einander geben, ist entweder nährend oder schmerzvoll. And you can say your system is learning. Und du sagst, dein System lernt. To give a quality of attention. Und zwar eine Qualität der Aufmerksamkeit zu geben. That is a beautiful invitation. Das ist eine ganz schöne Einladung. It invites me to meet you. Und es lädt mich ein, dir zu begegnen. Vulnerably. Verletzbar. Honestly. Ehrlich. Gently. Sanft. How our attention meets people. So wie unsere Aufmerksamkeit Menschen begegnet, is the invitation that we extend. Ist die Einladung, die wir ausstrahlen. Yeah. So if, you know, if my, if the habit of attention in me, und wenn diese Angewohnheit der Aufmerksamkeit in mir is seeing people as objects, ist so, dass wir Menschen wie Objekte betrachten, it's painful. Dann ist es schmerzhaft. And it invites pain back. Und es lädt auch die, den Schmerz wieder ein. And it's just resting. Und wenn es einfach ein Entspannen ist, ein Ruhen, it invites that same. Dann lädt es eben ein. Somehow. If we don't know that, also wenn wir das jetzt alles nicht wüssten oder wissen, it's confusing to us why people keep treating us a certain way. Dann ist es eben sehr verwirrend, wenn wir sehen oder fragen uns, warum Menschen auf eine gewisse Weise behandelt werden oder warum sie uns so behandeln. Just for fun. Jetzt mal einfach so zum Spaß. As we resting here. Während wir hier entspannen. Can you also sense the nature around us? Kannst du auch die Natur um uns herum wahrnehmen? The trees. Die Bäume. The birds. Die Vögel. The earth. Die Erde. The air. Die Luft. It's easy to include, eh? Das kann man auch alles mit einbeziehen. Das ist leicht. Das Universum. Dann kommt der Satz, dann macht es hier seine Freude. Where does the sentence come? The being here makes happiness. Yes. And it doesn't cost energy. Und es kostet auch keine Energie. It's not a doing, yeah. Das, man muss nichts tun, ja. Thank you.
Please speak. Feel free to speak if you if it wants to happen. Fühl dich ganz frei, etwas zu sagen, wenn es passieren möchte. And you're welcome to say anything. Und du darfst alles sagen. Guess it's the first time I came up really without the agenda. Also das ist das erste Mal, dass ich hier ohne Plan erscheine. So, this feels new and das fühlt sich auch neu an. Also gut. Und auch gut. To me it felt as you sat here. Und für mich hat sich das so angefühlt, als du dich hier hingesetzt hast. You are really present with me. Du bist sehr präsent mit mir. So very nice. Das fühlt sich sehr schön an. For me it also feels very nice. Lovely. Fühlt sich auch sehr nett an. And I really feel seen and felt. Und ich fühle mich auch sehr gesehen und gefühlt. And still there's a thought coming up. I would like to even meet deeper. Und es kommt also auch ein Gedanke hoch, den ich tiefer begegnen möchte. How beautiful. Wie schön. Let's rest and see what wants to. Spannen wir und schauen wir mal, was kommen möchte. From my perspective, without any effort. Also von meiner Sicht ohne jegliche Anstrengung. Just a very gentle medicine. Wenn es einfach ganz sanft war. Of where there's any habit that doesn't allow for anything. Wo es irgendeine Angewohnheit gibt, die vielleicht dieses ganz komplette Treffen nicht zulässt. A full meeting. A full meeting, ja. Yeah. Ein volles Begegnen. So we're not efforting to try and see deeper. Dass wir also keine Anstrengung unternehmen, dass wir uns noch tiefer begegnen. Just gently noticing where there's any subtlety. Wenn einfach sanft war, wo es da irgendeine Feinheit gibt.
There's a voice in me saying, do I do it good enough, so judging? Da ist also eine Stimme in mir, die sagt, mache ich es richtig? Oder verurteile ich es verurteilt? That's what I'm saying, that is that thought. Das meine ich eben, du, dir fällt dieser Gedanke auf. Does that thought assist in any way? Und ist dieser Gedanke irgendwie hilfreich? Nein. Und on the other, on the next level, I'm getting angry about the thought. Und danach werde ich dann wütend über diesen Gedanken. It's just a thought. Es ist nur ein Gedanke. As we are allowing, während wir das jetzt zulassen, this capacity that's inherent in awareness, das also diese Fähigkeit, die in dem Gewahrsein drinnen ist, that can sense very subtle. Das ist ein Gefühl von einem ganz feinen Wahrnehmen. Also wenn du irgendetwas bemerkt hast, wenn du das ausdrücken möchtest, was du wahrgenommen hast, you're very welcome. Kannst du das gerne erwähnen? I feel it's changing all the time a little bit, getting deeper and less deep, so but in a natural way. In a natural, easy way. Your fear, hast du gerade gesagt, deine Angst, your fear? I feel it's changing on every time a bit. Also das Gefühl verändert sich in allen möglichen Richtungen. Es geht immer tiefer und immer intimer. Also für mich zumindest. Für
feels like your system feels safe and lets me come in. Also, es fühlt sich so, als ob dein System sich sicher fühlt und mich auch tiefer dir begegnen lässt. To me, it seems like it's possible to meet many, many beings so deeply. Also, mir kommt es so vor, als ob es möglich ist, ganz vielen Wesen so tief zu begegnen. So really. Und so wahrhaftig. So vulnerably. Und so verletzbar und ehrlich. Long to meet everyone like this, don't we? Und irgendwo sehnen wir uns eigentlich danach, allen so zu begegnen. And it's curious, like what scared us or what? Das ist seltsam, denn was bereitet uns solche Angst? Because to me it seemed like somehow trusting our capacity to say yes and no clearly. Denn es ist irgendwie immer dieses Gefühl unserer Fähigkeit zu vertrauen, klar Ja und Nein zu sagen. Sitting here, it's very easy to meet like this. Yeah. Hier zu sitzen ist sehr leicht, sich so zu begegnen. It's exquisite, yeah. Das ist ganz exquisite. And then often what comes is some movement towards holding each other or. Und was dann oft kommt, ist eine Begegnung, eine Bewegung, sich zu halten. And just holding each other can be. Einfach dieses sich halten kann. Add another dimension. Kann schon eine weitere Dimension zufügen. And then the movement can come into actually making love. Und dann kann eben diese Bewegung dazu führen, sich zu lieben. And then how do we know when to say yes or no? Und wann, wie wissen wir dann Ja oder Nein zu sagen? Wann Ja oder Nein zu sagen? That's when we get scared, yeah? Und da, das löst dann Angst bei uns aus. But to meet deeply is not a problem at all. Aber sich ganz tief zu begegnen, ist kein Problem. We love it. Wir lieben es. Gibt es noch etwas, das sprechen möchte? There's a lot of
fear in my system at the everyday life today, these days. Also es ist viel Angst in meinem System, so im täglichen Leben, in the past, you mean. In der Vergangenheit meinst du? No. Oder jetzt? No. Jetzt nicht. And also I could not sleep in the past. Ich konnte auch nicht schlafen. What's changed in these few moments of resting together? Was hat jetzt in diesen wenigen Momenten sich verändert, indem wir hier zusammen ruhen? Ganz entspannen. Das deep silence and peace. Hast dieses tiefe Schweigen und Frieden. And no thoughts running around the problem. Und es sind auch keine Gedanken da, die um irgendein Problem herumrennen. Would being like this make sleep easy, easier? Und würde, wenn man so wäre, den Schlaf leicht fallen lassen? Definitely. And from here. Und von hier. Just looking at what you called fear before. Wenn ich das betrachte, was du vorher Angst genannt hast. You are trying to change it or fix it. Versuchen es nicht zu verändern oder zu richten. What is it? Was ist es denn? A habit, a thought. Eine Angewohnheit, ein Gedanke. When I explore it, it feels more like just energy, like sitting here, somewhere there. So, wenn ich es dann suche, dann fühlt es sich eher mehr an wie Energie, die hier sitzt oder dort. So, when I can notice this, it's not a problem anymore. Und nachdem ich das wahrgenommen habe, ist es kein Problem mehr. Yeah, beautiful. But still during the night, when it comes up, it's different. Aber immer noch, wenn es dann nachts hoch steigt, okay. Ist es wieder anders. Oder es kam hoch. See, in that way of speaking, you're projecting it into the future. Also siehst du, wenn du so sprichst, dann projizierst du es schon in die Zukunft. To see if that's true. Schau mal, ob das stimmt. Yeah. Is that helpful? Ist das denn so hilfreich? It's helpful to wake up in the night. It's what? It's helpful if you want to wake up at night. I don't want to. So ja, not helpful. Also es würde helfen, wenn man nachts aufwachen möchte, aber das möchte sie nicht. So, es ist nicht hilfreich. Worth have to know. Ich würde gerne wissen. If you feel to let me know. Wenn du dich danach fühlst, dass ich das wissen darf. But these few moments of sitting together have affected your daily life. Wie diese wenigen Momente, dieses hier zusammensitzen, das dein tägliches Leben beeinflusst haben. You mean what I feel now about it? Yeah. What you notice in the day yourself.
Also was du halt in einem Tag wahrgenommen hast. Ja. Denke ich also. Ja, danke. Ich bin ein Petit, das ist ja. Also noch mehrfach. Also du darfst gerne was sagen, aber es brauchst nicht. It felt like about being embodied. Und es fühlte sich so an, wie verkörpert zu sein. It was just a long time feeling about being uncomfortable in this body. Also schon seit langer Zeit fühle ich mich nicht wohl in diesem Körper. And it's not about it's more, it's very sensitive. Und ich spreche Deutsch. Ja,
besser ein bisschen näher zum Mikro ran. Ja. Seit einer Weile habe ich so einen, ich nenne es mal Symptome, wenn ich zum Beispiel mich hinlege und tief entspanne. So for a while she has sort of, she calls it symptoms, when I lie down and relax really deeply. Dann ist da eine enorme Angst. There's an incredible fear. Dass mein Körper mir nicht mehr gehören kann. That my body cannot belong to me anymore. Und das ist auch bevor ich einschlafe. And that is also happening before I fall asleep. Dass ich manchmal, auch wenn ich aufwache, das Gefühl habe, ich möchte kontrollieren, dass ich in meinem Körper bin. So that even before I wake up, or when I wake up, I want to control that I'm inside my body. Und dass ich vielleicht die Kontrolle über meinen Körper behalten möchte. And that I would like to keep the control over my body. Not a deal. What? What's that? It's not up to you. Oh ja, das hilft ja nicht mal dir. Also es hängt nicht von dir aus. And it creates a lot of fear. Ich weiß es nicht. Trying to do the impossible would create fear. Und das Unmögliche zu versuchen, schafft die Angst. Ja. We have no control of that. Wir haben keine Kontrolle über dieses. Then you need to sleep. Wenn du schlafen musst. Even if you're driving, you sleep sometimes. Und selbst wenn du Auto fährst, dann schläfst du manchmal dabei ein. Isn't it? Stimmt es nicht? Yeah. When you need to pee. Und wenn du aufs Klo musst. You can only hold so long. Du kannst es nur so lange halten. When you get older, it gets worse. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es dann. Ja, es ist auch eine Angst vor anderen, mächtigeren Energien, die auf mich einwirken. Das ist ja in der Zeit, wo ich nicht mit meinem Körper in Kontakt bin. Es ist auch so das Fear of bigger energies that could influence me, where I'm in that time and I'm not really in contact with my own body. Ich habe da erforscht, ob das eine Angst vor der Dunkelheit ist oder so. I also investigated if it was fear of the dark. Of what? Fear of the dark. Yeah, of darkness. Entities, I don't know. Ja, als ob es da irgendwelche Wesenheiten gibt, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich mich schützen soll, muss. Es ist so. I don't know if I have to or can or should protect myself. Hier mit dir ist das verrückt, so zu denken. So I know sitting here with you is completely crazy to talk like this. Und manchmal ist so hier, das ist verrückt zu denken und dann ist das Gefühl, So once there's a right thought, it's crazy to think that way, and then on the left it's... Und dann geht das so in Konflikt. So it goes into a conflict situation. Dann kann ich erst recht nicht schlafen. And then I can't sleep at all. I can't fall asleep at all. Aber es war so gut, mit dir zu surfen in diesem Gefühl. It was so good to go surfing with you in this feeling. Diese Angst dahin schmelzen zu lassen. To leave this fear melt away. Beauty. Schöner. How can I create this safe space? Und wie kann ich diesen sicheren Hafen, diesen sicheren Raum schaffen? Being with me always. Dass ich immer mit mir bin. To me it seems like the wrong question. Für mich kommt das wie die falsche Frage vor.
Ja. How quickly you see. Say that again. I like how quickly she sees. Okay, ich mag, wie schnell du das erkennst. See, to me, the whole universe appears in me. Für mich ist es so, als dass das ganze Universum in mir entsteht, erscheint. Already. What? Already. It is that way. Also es ist schon da, es ist so. So we can make an experiment. Man kann also ein Experiment machen. Try and keep the experience of now out. Versuch mal, diese Erfahrung des Jetzt auszugrenzen. Come on. Mach mal. Try. Versuch's. Can anybody manage? Kann das jemand bewerkstelligen? Do not try hard enough. Ich versuch's einfach nicht stark genug. Let's When we try to defend ourselves. Wenn wir versuchen, uns zu verteidigen. The defending just becomes part of the experience of now. It doesn't keep anything out. Verteidigen auch die Erfahrung des jetzigen Zustands sein. It just adds another layer. Und es fügt eine weitere Schicht bei dazu. I'm curious how many people can see that. Wie viele von euch können das sehen? Theory, yeah. Almost everybody. Then I feel so borderless and weak and borderless und was noch? Und dann so weak und schwach und okay. Angreifbar. Okay, so she feels weak and easy to be hurt and easy to be attacked. So. Mm. Borderless, yeah. Borderless, yeah. When you have no border. Wenn du keine Grenzen hast. How do you attack water? Wie nimmst du dann Wasser? How do you attack water? Attack. Ja, wie greift man denn Wasser an? You hit it. Kannst du es schlagen? The water goes splash. Das Wasser plätscht einfach herum. It doesn't mind. Dem ist es egal. And you're mostly water. Und du bestehst hauptsächlich aus Wasser. I'm joking a little bit. Ich mache jetzt ja einen kleinen Witz. Es gibt also eine Geschichte, die habe ich sehr oft schon erzählt, die ich sehr liebe. An army was invading another country. Who was invading? An army. Eine Armee hat ein anderes Land erobert. And they were killing everybody. Und die haben alle umgebracht. Men, women, children. Männer, Frauen, Kinder. It's happening now on the planet. Und das passiert jetzt auch auf dem Planeten.
And wherever people can get out of the way, they become refugees here. Und wo immer sie davon laufen können, werden sie dann zu Flüchtlingen. But there was a little monastery. Da war ein kleines Kloster. With a few priests. Mit einigen Priestern. And when they heard the army was coming, everybody left. Und als sie hörten, dass also die Armee da durchziehen würde, sind alle verschwunden, haben alle das Kloster verlassen. Except for this one man. Bis auf einen einzigen. He's sitting there enjoying the quiet. Und der saß dann da und genoss die Ruhe, die Stille. And it just happened. The whole army came straight through the monastery. Und dann ist es passiert, dass die ganze Armee durch dieses Kloster durchzog. And the general of the army stands in front of this monk. Und der General dieser Armee stand dann vor diesem Mönch. And he said, "You know who I am?" Und dann sagte er, weißt du, wer ich bin? I could cut off your head and not blink an eye. Ich könnte dir den Kopf abschlagen und nicht mit der Wimper zucken. And the monk looked at him sweetly. Und der Mönch schaute hoch und lächelte ihn süß an. "You know who I am?" Weißt du, wer ich bin? "You could cut off my head and I wouldn't blink an eye." Ich könnte mir den Kopf abschlagen und ich würde nicht mit der Wimper zucken. Ich habe sehr viel Mitgefühl für diese Menschen gefunden, oder empfinde sehr viel Mitgefühl für diese Menschen. Especially for the general, yeah. Besonders für den General. No. No. Nein. Everybody but him. Alle außer ihm. Ja. See, someday death will come for us. Eines Tages wird der Tod für uns kommen. We don't know when. Wir wissen nicht wann. What minute, what hour? Welche Minute, welche Stunde? You can go to bed at night. Du kannst nachts abends ins Bett gehen. And wake up dead. Best not to blink your eyes. Also, am besten ist nicht mit der Wimper zu zucken. Ja, es ist so ein Gefühl, darf ich glücklich sein, wenn die so leiden? There's a feeling of, am I allowed to be happy if they're suffering so much? Yeah. I mean, sometimes. Manchmal ist es so. Mm. Yeah, let's take a break. Let's take a pause. See if we can find any generals. Let's find a few generals. Cut off our heads. Do you want to cut how many? 1.5. 1.5 hours. Also, 1.5 hours. Jetzt ist es gerade fertig. Thank you.
We are filming. Wir nehmen heute ein Video auf. For use with Yes TV. Und das wird bei Yes TV verwendet. If you do not want to be filmed, wenn ihr nicht gefilmt werden möchtet, please just give us a signal. We should turn the camera off. Dann gebt uns bitte ein Signal und wir halten die Kamera an. Nur nicht im Bild oder auch nicht der Ton? Ja, im Ton. Okay, gut, dann. Also kann ich Isaac filmen. Sound is okay, please don't put me on the picture. Es ist schwer beschreibbar, der Zustand, in dem wir uns befinden. It's hard to explain the state I'm in. You don't have to explain, I can feel. Also, du musst da gar nichts erklären, ich fühle das. Which I can't really describe. I understand. Was my life betrifft, so. Regarding my life in general. I notice I'm looking for a straw that kind of saves me. And I was really happy as you sat down next to me. I'm going to rest. Also, wir ruhen hier einfach. Just we rest together.
Ja, wir rollen einfach zusammen. Ist das okay, weil ich Tür für den Fuß? Ist es okay, wenn ich deinen Fuß mit meinem Fuß berühre? You don't have to do anything. Du musst hier gar nichts machen. You leave it to me. Du überlässt das alles mir. Earlier I had the feeling I can't bear it anymore. Ich überlebe das nicht. I don't survive this. Keine Ahnung, was es ist. And I have no idea what it actually is. Thank you.